Hätte nicht gedacht, wie teuer das mittlerweile alles wird. Aber dieser Käse, diese eine Packung, das da hier, 3,50 Euro. Servus meine lieben Unterlöchchen und willkommen zu einem neuen Food Haul, beziehungsweise einem XXXXXXL Food Haul. Ja, mein Mann war jetzt, ja, ich würde mal sagen, ich leg gleich los, denn es sind insgesamt zwei volle Einkaufskörbe und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Dann erfahrt ihr, wie viel unser Einkauf gekostet hat und vor allem, wie viel Cashback wir bekommen haben. So, ich habe gekauft zweimal Baguette, denn heute ist Samstag und wir fangen heute traditionellerweise mit unserem Harry Potter Filme, Snack, Abend, was auch immer an. Und da habe ich dann und wir gucken kurz Autos und dann muss ich. Oh, schau mal! Mamis Auto ist da! Ja? Ja? Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Aber auf jeden Fall wollen wir morgen dann noch einmal Snacks machen, beziehungsweise Häppchen. Und dafür habe ich das Baguette dann mitgenommen. Ich glaube allerdings, dass zwei Baguettes doch etwas zu viel des Guten gewesen sind. Er ist über den Ballon gestolpert. Mit dem Papa Kuschi. Ich glaube, der stinkt. Ja, dann einmal mitgekommen ist wieder Brot. Geschnitten. Dann Fusilli. 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 Nicht für den Vortrag. Ja. Ist okay. Mein Mann hat dann vom Lidl noch diesen Weichkäse mitgebracht, weil beim Rewe gibt es den aktuell irgendwie nicht. Also generell diesen Weichkäse in der Form nicht und den Brie auch nicht. Das fand ich ein bisschen schade, aber ja, da muss man halt einfach auf andere Supermärkte, Discounter und so weiter zurückgreifen. Dann habe ich noch mitgenommen insgesamt dreimal Spaghetti. Da drin sind jetzt einige Sachen, die in den Vorrat dann kommen, deswegen werde ich die jetzt nicht auspacken. Mitgekommen sind dann auch noch einmal Champignons. Ich hätte mal ganz kurz hier die Tür. Ich hätte mal ganz kurz hier die Tür zu machen, dass ich meine Ruhe habe, die ihre Ruhe haben. Dann habe ich noch. Obola, das wäre jetzt fast auch gegangen. Dann habe ich noch zweimal Nougat Bits mitgenommen. Beziehungsweise eigentlich nur einmal. Aber die hatten die anderen Schokochips, glaube ich, waren das nicht vorrätig. Und dann haben sie ja noch einmal Nougat Bits mit reingepackt. Und ich dachte mir, das passt auf jeden Fall. Dann zweimal insgesamt eine Tagliatelle. Ich liebe die einfach, die schmecken so gut. Dann einmal Sojasauce und ja, das ist ein Markenprodukt, das ist nicht die Eigenmarke von Rewe. Die ist nämlich diesmal im Angebot gewesen und war sogar günstiger als das Ja-Produkt. Dann, weil wir wollen einmal, glaube ich, Schinkennudeln machen, habe ich einmal Apfelmus mitgenommen. Ich persönlich mag meine Schinkennudeln mit Apfelmus. Wie ist es bei euch? Was esst ihr dazu? Manche mögen sogar Preiselbeeren oder Marmelade. Ich bin allerdings eher so der Freund von Apfelmus. Apropos Preiselbeeren, da habe ich auch zwei Stück mitgenommen, denn für die Häppchen, da könnte ich auch einen Vlog draus machen. Werde ich wahrscheinlich machen. Von dem Tag heute habe ich auch einen Vlog angefangen zu drehen. Und ja, für die Häppchen, da kommt dann eben der Weichkäse und dann kommt noch, kommen da Preiselbeeren drauf. Das schmeckt auf jeden Fall sehr gute Kombination. Und es schmeckt auch gut beim Raclette. Auch eine richtig geniale Idee. Dann habe ich noch einmal Rotkohl mitgenommen. Das ist für Weihnachten. Ich hatte es, glaube ich, schon beim letzten oder vorletzten Food Haul mitgenommen. Ja, aber mein Gehirn aktuell. Ja, gut. Dann habe ich es halt nochmal da. Dann habe ich noch Nuss-Nougat-Creme mitgenommen. Unter anderem auch für die Häppchen und so. Fürs Abendbrot zweimal Essiggurken. Also das war dieser Gurkentopf. Dann habe ich einmal gehackte Tomaten. Einmal nur. Ja. Dreimal Mehl, aber ich glaube, da sollte ich es mal wieder ein bisschen sein lassen mit dem Mehl. Dann habe ich noch einmal Kakao mitgenommen. Der jetzige, der ist einfach relativ zu Ende. Und der Kleine liebt halt seinen Kaffee. Wir sagen immer Kaffee, aber es ist natürlich Kakao bei ihm. Und passend dazu habe ich dann einfach mal 2 Liter Milch noch mitgenommen. Normalerweise nehme ich immer ein Steigle mit. Aber diesmal habe ich mir gedacht, naja, komm, nimmst du einfach mal nur 2 Stück mit. Dann langt es auch erstmal. Ja, Frini, schau mal her. Frini, schau mal.
geh raus, Schätzi. Hey. Genau, Supi. Das hier. Ja. Das kommt hier hin, das bleibt da. Das ist dann für morgen. Das kommt auch in den Vorrat drüber. Und dann kümmern wir uns noch um den letzten Korb, der hier ist. Da werde ich das hier gleich mal rumpacken. Da habe ich insgesamt 5 Stück von diesen Ja-Brötchen mitgenommen. Die sind halt am Morgen wirklich göttlich, am Wochenende, Samstag, Sonntag in der Früh, frische Brötchen selber aufbacken hier zu Hause. Richtig, richtig geil. Dann habe ich noch mitgenommen, und zwar für unseren Harry Potter Abend wollen wir noch Popcorn machen. Deswegen lasse ich das gleich mal hier. Und jetzt kommen wir zu ganz viel Obst und Gemüse. Boah. Ich weiß gar nicht, ob ich es schaffe, die ganzen Sachen jetzt zu verteilen in die einzelnen Behältnisse. Muss ich mal gucken. 3 Karotten sind mit reingewandert. Dann, weil ich es aktuell wieder liebe, Gurken mit Frischkäse. Oh, ich liebe diesen Snack einfach. Ich habe 3 Gurken insgesamt mitgenommen. Dann einmal Suppengrün, eine schöne, solide Zucchini, dann 2 Kilo Äpfel, die waren nämlich im Angebot, die sind echt richtig süß, die sind so schön klein, die kann man gut snacken oder auch einfach übers Porridge zum Beispiel geben, da eignet sich das wirklich hervorragend, weil es ist nicht so viel. Dann, weil es im Angebot gewesen ist, Heidelbeeren. Das kommt auch mit dem Porridge drüber. Für die Häppchen morgen einmal Räucherlachs. Richtig geil, richtig teuer. Ja, das nächste Mal, wenn es das gibt, ist an Weihnachten. Dann machen wir an Weihnachten, an Heiligabend, nämlich immer Häppchen in der Früh. Das ist eigentlich richtig schön. Das ist eine schöne Tradition, die ich von meiner Oma übernehme. Dann habe ich einmal noch mitgenommen Clementinen. Ich mag die mehr. Die Clementinen sind nämlich ohne Kerne oder mit weniger Kerne. Dann, weil es im Angebot gewesen ist, Iglo-Fischstäbchen. Und ja, die sind sogar günstiger gewesen als die Eigenmarke. Und nur dann, aber nur dann, greife ich mal zu Markenprodukten zurück. Ja, Tilsiter. Ich hätte nicht gedacht, wie teuer das mittlerweile alles wird. Aber dieser Käse, diese eine Packung, das da hier, 3,50 Euro. Schon heftig. Dann habe ich noch mitgenommen, einmal Lauchzwiebeln. Da tue ich ja immer hier unten das Ende abschneiden und das kommt dann bei mir draußen auf dem Balkon. Da wächst es schön nach und dann kann ich das immer wieder ernten. Richtig praktisch. Einmal Knoblauch, auch wieder mitgekommen. Dann habe ich hier einmal Leberkäse mitgenommen. Da sind insgesamt 3 Scheiben drin und ich halbiere die nochmal. Dann bekomme ich 6 Stück insgesamt raus. Und ohne Witz, es ist so lecker. Einfach nur toasten, dann den Leberkäse von beiden Seiten schön anbraten. Und das habe ich jetzt vergessen. Dieses Gewürzketchup ist eigentlich so geil. Ich habe jetzt diesmal diesen Hartkäse mitgenommen, weil der einfach günstiger ist. Bin ja mal gespannt, ob er schmeckt. Dann mitgekommen sind auch wieder Trauben, hellkernlos. Liebt der Kleine, ich nicht so sehr. Ich mochte Trauben mal eine Zeit lang, aber aktuell irgendwie überhaupt nicht. Dann habe ich Bananen wieder mitgenommen. So, Mozzarella für die Pizza heute Abend, Mozzarella für die Pizza heute Abend, Mozzarella für die Pizza heute Abend. Käse. Käse. Für die Käse, auch für die Pizza. Und nochmal Käse. Und irgendwo müsste hier eigentlich, da hinten, mein Mann möchte nämlich Emmentaler haben. Deswegen kriegt mein Mann Emmentaler. Dann mitgekommen, zweimal Spätzle. Es gibt nämlich, die sind so cremig irgendwie, bin ich echt froh, dass ich da 2 Stück mitgenommen habe. 500 Gramm, okay. Es sieht zumindest so wenig aus. Es gibt nämlich Spätzle mit Spinat und Spiegelei, wobei ich auch Spätzle mit Spinat und Fischstäbchen machen könnte. Das wäre auch eine Idee. Ja, passend dazu habe ich dann natürlich ein bisschen Spinat mitgenommen. Für die Pizza und auch fürs Abendbrot. Ist selber wurscht. Dann für ein Gericht und natürlich für meine Gurken zum Snacken. Frischkäse. 3 Mal insgesamt. Und dann habe ich nochmal mitgenommen
den Schinken hier, der ist für morgen für die Snacks. Dann einmal Kochschinken, oder waren es zweimal? Ich glaube, es waren zweimal Kochschinken für die Schinkennudeln. Und einmal noch Kochschinken dann quasi für die Pizza. Ja, jetzt kommen nur noch zwei Sachen. Einmal 1,5 Kilogramm Hackfleisch, das war im Angebot und natürlich auch wieder günstiger. Und dann, was im Angebot war, und natürlich auch wieder günstiger, diesmal sogar Weinstephan-Butter. Ja, das war der Einkauf. Wo ist jetzt mein Handy? Brauche mein Handy. Ah, der Kugel ist fertig. So, weißt du, wie viel es gekostet hat? 142 noch etwas. Okay. Wir sagen einfach 142 noch etwas. Und gleich. Und Cashback haben wir 1230 Punkte bekommen, also 12.30 Euro. Und danach fangen wir mit der Pizza an. Du machst die Pizza? Sehr schön. Okay, ich hoffe natürlich, dass euch der Food heute gefallen hat. Falls ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Kostenloses Abo könnt ihr auch immer gerne hinterlassen. Und winke, winke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wieso haben wir wegen so. Ciao, ciao.